Downforce, Drehmoment und Präzision. Drei Attribute, die entscheiden auf der Jagd nach der perfekten Runde. Doch diesmal ist alles anders. V2 oder Vibration zum Quadrat. Trotz Lenkradpedalen und Schalthebel. Der ursprüngliche Charakter des Harley-Aggregats beliebt die Sinne. Der Motorradgedanke fährt immer mit. Das ist ein typisches Harley-Fahrgefühl. Und genauso hört sich der Motor auch an. Ja? Ein typischer V2 und mit viel Drehmoment ausgestattet. Natürlich dreht er nicht sonderlich hoch. Mal gucken, wo der Drehzahlbegrenzer einsetzt. Der hat nämlich einen. Ja, so bei 5, 6 fängt er ganz sanft an zu prötteln und fordert mich auf, den nächsten Gang einzulegen. Immerhin 142 Newtonmeter Drehmoment stemmt der V2 gegen die 500 Kilo Leergewicht der Alukabine. Beim Thema Getriebe, das ist ja aus dem Mazda MX-5, das doch sehr als sportlich ausgelegt bekannte Getriebe. Und das ist hier genauso. Kurze Schaltwege, schön metallisch und man weiß immer ganz genau, in welche Ebene man hinein muss. Und auch die Drehzahlanschlüsse, die Übersetzung des Getriebes, die Abstimmung, sehr gut gewählt. Also auch hier sind Gangwechsel ein reines Vergnügen, macht richtig Laune. Mensch und Maschine bereit für eine Runde am Limit. Fast Lap. Sein Gegner ist die Zeit. Here we go. Du hast in diesem Auto ein erstaunlich gutes Pedalgefühl, ein Bremsgefühl. Der Pedalweg ist zwar mächtig lang, aber du trittst drauf und du hast wirklich viel Dosiermöglichkeit. Und du spürst auch immer, du hörst regelrecht vorne, wie die Räder anfangen zu quietschen. Die sind immer am Quietschen. Du kommst auf die Ecke zu, der macht und umso höher das Quietschen wird, desto eher hast du die Tendenz, ein stehendes Rad zu haben. Aber war trotzdem ein tolles Erlebnis und werde ich nicht vergessen.
Morgan Three-Wheeler. Einfach unvergesslich. Ein Auto mit einer echten Seele.